Die Woche der Ausbildung. Präsentiert von der Handwerkskammer Ulm. Damit Kinder sich frei entscheiden können. www.gutejobsimhandwerk.de. Suhel ist vor 5 Jahren von Nordmazedonien nach Deutschland gezogen. In Heubach bei der Firma Wolf macht er nun eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung. Bereits im 2. Lehrjahr sind fehlende Deutschkenntnisse für ihn kein Hindernis mehr. Im Gegenteil. Ich habe Deutsch gelernt, dann habe ich direkt Ausbildung angefangen. Ich schaffe ja mit allen Deutschen hier und das bringt mir echt viel. Ich lerne den Beruf erstmal und Sprache auch nachher. Problem, wie ich gesagt habe, ein bisschen Sprache, aber die erklären zweimal, dreimal, bis wenn du verstanden hast. Für mich kein Problem, mit denen zu schaffen. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Das erste Jahr geht es in die Berufsschule, danach in den Betrieb. Optional gibt es aber auch noch die Möglichkeit, auf 3 Jahre mittels Blockunterricht zu verkürzen. Möglich ist das beispielsweise in Stuttgart. Marius Wolf ist in 3. Generation im Bereich Heizung und Sanitär tätig. Er ist von der Ausbildung begeistert. Als angesprochen fühlen darf sich eigentlich jeder, der wo sich handwerklich ein bisschen Spaß dran hat, Sachen anzufassen, sage ich jetzt mal, mit den Händen zu arbeiten und natürlich auch im Gegensatz zu vielen anderen Berufen ist die Ausbildung als Anlagenmechaniker sehr umfangreich. Es fängt von der Heizungsanlage an, das kann Richtung Kälte gehen, das kann auch weitergehen Richtung Lüftungstechnik, Sanitär, von schönen Bädern, wie Sie jetzt hier im Hintergrund sehen zum Beispiel, bis auch innovative Anlagen vom Einfamilienhaus bis zu Großanlagen. Also die Vielfalt und vor allem auch das, was an Innovation und Technik die letzten Jahre gekommen ist, wird immer mehr und auch immer spannender. Auf der Baustelle wurde bereits die alte Ölheizung von Suhel und seinen Kollegen demontiert. Auf den letzten Metern hat er alles im Blick. Wir machen die erstmal Puffer, Kessel, Leitungen auch verbinden. Und dann in 2 Tagen kommt Kundentischler, nimmt den Kessel in Betriebnahme und dann sind wir fertig. Pelletlage ist schon gefüllt mit Pellet. Für die Beschäftigten der Firma Wolf gibt es natürlich keinen besseren Start in die Berufswelt als eine Ausbildung im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk. Und gesucht wird immer. Die Woche der Ausbildung. Präsentiert von der Handwerkskammer Ulm. Damit Kinder sich frei entscheiden können. www.gutejobsimhandwerk.de